Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dice Sphere Program. So. Jo, warum bauen wir Prozessoren? Fuck. Wir brauchen wieder Assembler. Wir haben nämlich jetzt schon die Linien fertig für das Zeug hier. Sind die hier schon voll oder wie? Oh ja. Das heißt, wir können anfangen, Prozessoren zu produzieren. 40 Drohnen, oh boy. Hier sind sogar 60. So, nun unglücklicherweise haben wir keine Assembler mehr. Für einen großen Dyson Swarm. Korrekt. Das wird auch so langsam. Wieso haben wir so viele Prozessoren hergestellt? Da waren wir schon richtig. Oh yeah. Ja, vielleicht haben wir das auch zu Prozessoren hergestellt. Würde passen. So, damit hätten wir jetzt mal 40. Dann nehmen wir noch mehr Graphen mit. Just in case. Raketen nehmen wir auch noch mit. Wenn möglich. Nach wie vor die Quantenchips fehlen, gibt es ja auch nicht viele Raketen, leider. Von da hinten fliegt hin und wieder mal einer. Und wir haben 39 Jäger. Ah, da kommen noch welche nach. Gut, da kommen sogar ziemlich viele nach. Hm, und da los. Gut. 41 Raketen. Ab nach Mustafa. Damit die Raketen noch zugestellt werden können. So, haben wir jetzt noch irgendeine Forschung offen, die wir machen können eigentlich? Ja, das können wir machen, weil dann. Das war glaube ich auch das letzte, weil dann gibt es nur noch die weiße Forschung. Wir brauchen. Und dann war es das. Dann können wir noch ein bisschen was erforschen und dann sind wir auch mit der kompletten Forschung durch. So, irgendwo hier müssen die Silos sein. Da sind sie. Und es sind kaum noch Raketen übrig. Aufteilen. Gut, kriegst du den auch. Und jetzt kriegt sie ja, dass er bekommt. Ah, sehr schön, da bildet sich der nächste Knotenpunkt.
die Solar Sails auch wieder irgendwo andocken können. Das wäre mal besonders wichtig, bevor die alle wieder abkacken. Ist das die Zeit, die sie... Ja, das ist aber schon die Zeit, die sie dort sind, ne? Oder? Nee, das ist die... Das ist die verbleibende Zeit. Weil es werden die ganze Zeit neu geschossen, aber sind keiner hier bei 0 Sekunden oder so, also... Ist das ja immer die... die noch verbleibende Zeit. Ja, los, schießt mehr Raketen, damit die irgendwo andocken können auch. Da ist auch noch eine Node. Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal um die CPUs. Fangen eigentlich? Nein, oder? Sieht nicht so aus. Oh nee, wir haben keine Logistikstation. Das ist jetzt nicht wahr. Ah. Gut, Chips können wir aber selber machen. Aber leider nicht alles. Brauchen wohl dann noch mehr. Achso, ja, Platine, was auch immer. Ah, das dauert so lang zum Craften. Okay, doch nochmal zurück. Wir brauchen Titan-Alloys. Und die Forschung hinkt auch schon wieder dahin. Prozessoren noch übrig? Nö. Craft nur noch die hier. Das heißt, wir können das eigentlich abbrechen. So. Und wieder zurück. Da geht gerade gar nichts. Haben wir Produktionsschwierigkeiten. Aber die schauen wir sich jetzt nicht an. Da haben wir momentan keine Zeit. Da müssen wir hin. Da sind wir auch gleich ziemlich richtig gelandet. Platz jetzt für die Prozessorenproduktion. Okay, dann werden wir das hier hin machen.
halt. Ah, so. Okay, Prozessoren, wie ist da die Herstellung? Zwei für 30 in 3 Sekunden. Toll. Heißt aber, wir werden. Warte mal, das sind 50%. Oder? Ist das, ein, das ist 1,5 pro Sekunde? Nein, das ist. Nee, es ist ja weniger als 1 pro Sekunde. Kommt man dann mit 20 oder so aus? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Wir bauen einfach mal los. Wir brauchen zwei Dinge. Das heißt, wir machen in der Mitte den Output. Das sind mal 15. What the fuck? Ich hab das doch mit einem Abstand gebaut. Okay. Ja, ich spiele jetzt nebenbei auch wieder Factorio und jetzt, ja, da ist das Bausystem halt immer ein bisschen anders, das muss man sich wieder umgewöhnen. So. Probieren wir es einfach raus mit 20. Muss ich mal sehen. Okay, Station. Prozessor. Prozessor. Wir brauchen hier die hier. Wir brauchen hier die hier. Beides Local Demand, so viel wie nur möglich. Remote Storage, was ist Input? Prozessoren, Supply, Remote und Lokal. Halt! Kommt schon das Zeug? Warte mal, der macht in 3 Sekunden. Ja, das passt aber, macht er 2¼. Sollte hinhauen. Nee, wieder zu viel. So. Oh, natürlich. Was passt ihm schon wieder nicht? Oh, wir haben das verkehrt herum gemacht. Achso, da fliegen schon die Prozessoren. Okay, sehr schön.
Also jedes dritte, hm? Passt das besser? Nee, jedes zweite schon. Oh boy. Schön. Alter, baust du das hin auch? Wir haben keine mehr, das gibt's nicht. Genau, fürs letzte reicht's nicht mehr. Okay, aber da fliegen die Prozessoren schon dahin. So. Bitteschön. Und dann brauchen wir hier natürlich noch die hier. Local Demand. Ja, damit. Da kommen sie auch schon und ja, Prozessorproduktion geht wahnsinnig schnell. Da werden die Schiffe ziemlich schnell abheben. So, können wir noch ein paar Drohnen machen? Nö. Können wir nicht. Kupfer brauchen dafür. Mangel ich wieder am Stahl. Natürlich. Irgendwas fehlt halt immer. Ne? hallo. Da sind wir. Da haben wir Stahl. Landen. Danke. Zu wenig Eisen. Geht das nur 10 Drohnen. Und Prozessoren fehlen euch auch noch dafür. Toll, ist nicht so, als würden wir die gerade in Massen produzieren. Also hoffentlich sind es Massen, ja. Machen wir gar Platinen weg. Also macht die keiner. Haben wir eh genug. Damit wir Prozessoren nehmen können und nicht alles selber produzieren müssen. Gib her, Oyster, mein Gott. Sehr schön. Gut. Haben wir schon Drohnen? Nein. Wir haben noch die Triebwerke hergestellt gerade. Und weiter sind die Solar Sails nur hier und ja, keine Raketen mehr wahrscheinlich. Nee. Keine Raketen mehr. Da werden einige Solar Sails abstürzen, das sehe ich schon. Oh, wir kriegen die Drohnen. Bitteschön, könnt ihr auch selber holen, was ihr braucht. Scheint einmal schön zu funktionieren. Oh, jetzt habe ich mich bedacht. Wir können hier auf der anderen Seite fix nicht noch eine Produktion aufbauen mit 20. Wir sind 40. Das heißt, wir verbrauchen 80 für einen Produktionsdurchlauf. 80 in 3 Sekunden. Ja, warte mal, das geht aber. In 3 Sekunden können wir 90. Scheiße. Nee, warte, nee, die sind ja schon fast am Limit hier. Weil das sind 20 Stück, die 40 verbrauchen. Warte. Hä? Können wir echt so viel noch? Wir probieren das jetzt aus. Wir probieren das jetzt einfach aus. So, Rücklauf machen wir hier hin. Hallo, da, danke. Wir checken das jetzt einfach mal ab. Das hinhaut. Das wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn wir hier noch so eine Reihe hinbekommen. So. Output. Input, Input.
das hinhaut. Haben wir nochmal einen ordentlichen Produktionsschub. So. Das machen wir hier abwechselnd. Wie viel Power haben wir eigentlich? Passt noch, okay. Alter, was ist dein Problem? Was ist eigentlich dein fucking Problem? Kollege, ich hab gesagt, das hier, daher, musst du mich verarschen jetzt da. Okay, die müssen sich erstmal müssen sie sich noch ein bisschen anfüllen. Und dann wird man sehen. Aber eigentlich müsste das funktionieren. Eigentlich müsste man auch 10 pro Sekunde an Kapazität haben, wodurch das Förderband eigentlich immer schön gefüllt sein sollte. Ja, 2 Schiffe sind schon weg mit Prozessoren. Die liefern schon aus. Na gut, so überschnell ist die Produktion jetzt nicht, aber. Was anderes, als was wir sonst bis jetzt hatten. Eine ganz andere Liga. Ja, wir bringen das hier auch noch hin. Na passt, dann werden wir das machen, ne? Würde ich mal sagen. Okay. Hoffentlich haben wir jetzt erstmal keine Probleme mehr mit Prozessoren. Kein Mangel. So, muss ich wieder die Zeit im Auge behalten. Shit, Party ist schon zu Ende. Das machen wir jetzt noch schnell fertig. Ist die Frage, was machen wir im nächsten Part? Schauen, dass die Raketenproduktion wieder läuft am besten. Wäre mal ein guter Anfang. Wobei das aber momentan hauptsächlich an der Prozessorproduktion liegt. Das ist. Oh shit, was ist hier jetzt das Problem wieder? Ja, dann machst du breite. Ja, jetzt passt das. Okay. So, hier machen wir das abwechselnd und das Außenstehen. Ja, Außenstehen. Für den Fall, dass wir hier außen noch einmal was bauen. Weiß man ja nicht, ne? Nein. Falsch. Wieder geht es immer anders aus. Weil so eine Produktion haben wir es bis jetzt auch noch immer nicht gebaut. Wenn wir es schon häufig wollten. Nein. Lass das. Ja. Läuft, würde ich sagen. Und das heißt, im nächsten Part können wir uns darum kümmern, die Quantenchip-Produktion auf Vordermann zu bringen. Prozessoren sollten wir jetzt genügend haben. Wow. Das wird noch ein bisschen mehr. So, tut sich hier schon irgendwas? Nee, natürlich nicht, weil keine Raketen mehr da sind. Gut, Freunde, das war's auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.